Gameboy Adventskalender, Gameboy Advent. Na, Langeweile? Ja. Dann spiel doch mal Battle City. Ja? Genau, dann wirst du keine Langeweile mehr haben. Echt? Ja, weil du dann genau weißt, was echte Langeweile ist. Oh. Na gut, so schlimm ist es nicht. Aber bevor ich anfange, spiele ich erstmal den kompletten Soundtrack von Battle City ab. Das war's schon. Ernsthaft. Der Rest des Spieles hat nur Motorengeräusche, die einem als allererstes auf die gelangweilten Klöten gehen. Battle City ist die 1991 erschienene Adaption des gleichnamigen NES-Klassikers. Erschienen ist es nur in Japan. Der Rest der Welt sollte von dem Spiel verschont bleiben. Ich selbst bin nur durch eine dieser dubiosen 64-in-1 Cartridges drangekommen. Ist jetzt vielleicht etwas fies, wieder ein ganzes Review lang nur auf einem Spiel rumzuhacken, aber echt jetzt. Es geht darum, einen Panzer durch ein Level zu steuern und andere Panzer zu grillen. Klingt ja erstmal ganz lustig, ist es auch zunächst. Durch Power-Ups kann man seinen Panzer aufrüsten, kurzzeitig unbesiegbar machen oder andere Panzer ausbremsen. Aber wehe, man fängt sich auch nur einen einzigen Treffer ein. Dann ist der Panzer futsch und ebenso alle bis dato gesammelten Power-Ups. Das war's auch schon. Man schießt auf andere Panzer. Hurra! Das geht 50 lange Level so weiter. Mehr gibt's nicht. Außer den großen Panzer. Der ist aber auch langweilig. Und Junge, ist dir immer noch langweilig? Dachte ich's mir. 2 Tage noch, dann ist es endlich soweit. Das nächste Türchen öffnet sich. Ich wette, ihr traut euch nicht, auf den gelben Button zu klicken. Tschüss.